Landkreis und auch die Stadt Altenburg und die Stadt Schmölln, also die Kommunen vor Ort, kümmern sich in der Form, wie wir es erwarten dürfen. Bei dem Freistaat Thüringen habe ich nicht den Eindruck oder haben wir nicht den Eindruck, dass das im selben Maße passiert. Wir sehen, wenn der Freistaat einen Standort tatsächlich fördern will, dann kann er das. Dann hat er auch die Möglichkeiten.